Herzlich willkommen zum Podcast für Ihren starken Auftritt. Ich freue mich, dass wir den zweiten Teil mit dem Interview mit Cordula Nussbaum machen, der führenden Expertin für Zeitmanagement laut RTL. Sie hat bereits 15 Bücher zum Thema geschrieben. Das 16. erscheint demnächst. Und wir beschäftigen uns heute damit, was denn wirklich der persönliche Kontakt bringt. Dazu eine Studie und die fünf besten Tipps von der Zeitmanagement-Expertin Cordula Nussbaum, wie Sie Netzwerken und Zeitmanagement gut zusammenbringen können und auf was Sie zu achten haben. Schauen Sie rein. Ich freue mich auf Sie. Ich fand die Studie ganz spannend, von der du letztens erzählt hast, wo die Aufträge herkommen, nicht die Aufträge, die Jobs zustande kommen. Ja, das ist, untermauert ja genau die These. Ja, das war spannend, ne? Dass nur 11% der Neueinstellungen, also es war eine Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit, die 11.000 und Arbeitgeber und Unternehmen befragt hat. Und dabei kam raus, dass nur 11% über Inserate, Stellenausschreibungen auf der Homepage des Unternehmens zustande kamen. Und die Frage eben, was meinst du, ne? Wie viel Prozent kommen über persönliche Kontakte zustande? Und das sind dann halt schon 32%. Und 32. das hat mich gewundert, dass es heutzutage trotz der großen Digitalisierung immer noch so ist. Ja. Ja. Und das sind dann ein Drittel der Neueinstellungen kommt nach wie vor über persönliche Kontakte zustande. Ja, ja, Und ja. genau deshalb sollte ich vielleicht auch zu einem Blog nochmal machen. Ja. Ja, Genau deshalb ist das eben wichtig. Ja. Weil, ja. ja, will ich zu einem Job kommen oder auch zu neuen Aufträgen, ist das halt das Um und Auf. Ja. Ja, ich finde auch, es ist einfach so wichtig, auch dass du mal zusammen am Tisch sitzt, ja, und gemeinsam lachst, gemeinsam redest. Ich war jetzt unterwegs die Woche und habe am Mittwochabend einen Vortrag gehalten in Wiesbaden vor Führungskräften, weibliche Führungskräfte von einem internationalen Konzern. Und da ist ja oft so die Tendenz, dass man sagt, na ja, alle Meetings, wir machen es halt nur noch virtuell. Ja, wir machen ein Webex-Meeting und dann können wir uns auch austauschen und wir können euch informieren über Geschäftsstrategie fürs neue Jahr. Aber das ist was ganz was anderes. Ja, da waren an diesem Mittwochabend waren 35 Frauen da aus allen Ländern der Welt und dann sitzt du da und trinkst gemeinsam, isst gemeinsam, lachst gemeinsam. Und was da an Power freigesetzt wird, auch für das interne Zusammenarbeiten danach, dieses Netzwerk, was sich da gebildet hat, das kriegst du nur hin, wenn du wirklich dich triffst. Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, sag mal, Thema Zeitmanagement kann man natürlich sagen, es ist wesentlich effizienter. Wir machen das alles über Internet heutzutage überhaupt gar kein Problem. Aber Netzwerken, in dem Moment, wo du zwei Menschen oder mehr Menschen in einem Raum steckst, ist es vielleicht nicht mehr effizient für den Moment gerechnet, aber auf Dauer gesehen, für sämtliche Projekte, für sämtliches Vorankommen absolut effektiv. Ja, es geht ja darum, tragfähige Beziehungen aufzubauen. Genau. Und das virtuell ist schon sehr effizient, ja. Aber wo oft auch Entscheidungen getroffen werden, vor allem wenn es um Entscheidungsmeetings geht, das passiert vorher oder nachher oder dann Ja. beim Bier vielleicht, ja, wo man Genau. sich dann zusammensetzt. Und wenn ich da dann nicht dabei bin, weil ich halt nur virtuell dabei war, habe ich halt einen echten Nachteil, ja, wo dann Ja. auch so Entscheidungen nochmal nachbesprochen werden. Wie setzt man das jetzt wirklich um? Oder wer sind jetzt die, die wir da noch nachholen? Na, also ich habe das ein, zweimal erlebt, wie ich noch in der Politik war. Ja, also kaum war einer nicht anwesend, ist an dessen Sessel gesägt worden und man hat schon neue Personen in die Funktion hineingesetzt. Also war unglaublich, ja. Ja. Und da ist dann schon, also ja, je größer auch das Unternehmen, desto größer sind da die Gefahren und je höher die Positionen, desto Ja, mehr genau. musst du da wirklich auch schauen, Ja. echt die persönliche Beziehung mit Einzelnen aufzubauen. Ja, es müssen ja nicht immer die Top-Entscheidungsträger sein, aber du musst da einfach Bescheid wissen. Wie ist denn jetzt deine Definition von Zeitmanagement? Wie sagst du jetzt, was heißt für dich Zeitmanagement? Also Zeitmanagement, der Begriff an sich ist ja blödsinnig. Wir können Zeit nicht managen. Zeit vergeht, ob ich will oder nicht. Jede Sekunde, Minute zerrinnt uns zwischen den Fingern. Er hat sich eingebürgert und wir verwenden ihn, aber ich verwende ihn eher so im Sinne achtsamer Umgang mit dir selbst und deinen Aufgaben. Im Sinne von, geh immer mal wieder einen Schritt zurück, betrachte, was hier gerade alles passiert, guck mal drauf, auf deinen Alltag, beruflich, aber auch privat.
Wo wird es eng? Wo entsteht Stress? Was tut dir auch gut? Was kommt momentan zu kurz? Und schau dann immer mal wieder, wie kannst du für dich entzerren? Wie kannst du für dich Druck rausnehmen? Oder beispielsweise auch, wenn ich sage, ich arbeite so wahnsinnig viel, aber irgendwo kommt nicht das Geld rüber, was ich gerne hätte. Dann plädiere ich dafür, tatsächlich auch mal grundsätzlich Sachen zu verändern. Also nicht zu sagen, naja, wenn du mehr verdienen willst, dann musst du halt mehr arbeiten oder dann musst du halt effizienter sein, dass du die gleichen Aufträge einfach schneller oder die gleichen Aufgaben, wenn ich in einer Festanstellung schneller erledige, sondern dann so weit zurückzutreten und zu sagen, wie kann ich grundsätzlich die Dinge anders machen? Und das kann dann auch mal bedeuten, eben grundsätzliche Jobveränderungen, wenn ich selbstständig bin, grundsätzlich mal zu überdenken, meine Auftraggeber, meine Positionierung, mein Marketing, mein Selbstmarketing und dann wieder sozusagen ins Spiel zurückzukehren mit neu gemischten Karten. Und das stelle ich häufig fest, viele Menschen denken bei Zeitmanagement dran, ja, ich muss mich halt besser organisieren, ich muss mehr meine Tage reinpacken und für mich ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, lieber mal quer denken, mal lieber clever denken, wie kannst du von Grund auf die Dinge dann auch anders machen, damit es halt mit einer Ruhe und Gelassenheit reingeht. Und das ist das, was ich auch merke, was zunehmend den Menschen wichtig ist. Es geht nicht mehr darum, dass wir die Effizienz erhöhen. In den Unternehmen herrscht mittlerweile so ein Kostendruck, so ein Effizienzdruck. Und wenn wir das permanent mitmachen als Mensch, das ist der Freifahrschein rein in Burnout, in die komplette Erschöpfung. Dafür sind wir nicht gemacht. Und es rückt zunehmend in den Mittelpunkt, eben mehr auf uns zu achten, auf Gesundheit, Ruhe, Gelassenheit und da halt dann die richtigen Stellschrauben zu drehen, dass ich das gut schaffe. Also das heißt, für dich geht es eher darum, wenn man in Stresssituationen ist, mal sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin, schaue, was stresst mich überhaupt und da mehr in sich selber reinzuhorchen und dann zu schauen, was kann ich besser anders machen. Ja. Das ist manchmal nicht die beste Botschaft, ja, weil gestresste Menschen, die wollen, oder gerade auch die kreativen Chaoten, die wollen eine schnelle Lösung, ja, die wollen einen schnellen Effekt haben. Das kann ich schon auch bieten, also zum Beispiel mein Lifehacker-Buch. Ich vermittle auch ganz viel Lifehacks in den Büchern, in meinen Vorträgen. Lifehacks sind kleine, schnelle, sofort anwendbare Tipps, die du sofort umsetzen kannst und sofort einen Effekt spürst. Beispielsweise Sprachnachrichten, die wir per WhatsApp bekommen. Und du ärgerst dich total, dass du minutenlang irgendwelche sinnlosen Nachrichten abhören musst. Ja, da gibt es zwei Apps. Fürs iPhone oder für die Android-Telefone, wo die App dann die Sprachnachricht in Text übersetzt. Und das macht natürlich dann schon auch Freude, solche Sachen weiterzugeben. Bloß, das reicht für mich nicht. Also ich bin wirklich ein Mensch, der dann gerne genauer hinschaut und hilft den Menschen, sich grundsätzlich so zu positionieren, so aufzustellen, dass du halt von Grund auf eine Ruhe und Gelassenheit reinbringst, in der du dann super produktiv sein kannst, super erfolgreich sein kannst, auch super fleißig sein kannst, aber eben dich nicht aufarbeitest, dich nicht zerreibst in deinen ganzen täglichen Verpflichtungen, sondern das Ganze mit einer charmanten, gesunden, inneren, entspannten Haltung hinbekommst. Gibt es so diese Lifehacks? Gibt es da immer wieder Tipps auch über Newsletter und so? Ja, dann das werden wir in den Shownotes und im Blog dann auch dazu hängen, dass wir da nochmal die, vielleicht kannst du es schon durchgeben, wer nur hört, dass er da vielleicht schon sich erinnert dann dran, wie da die Adresse ist, wo man hingehen soll. Genau, also zentrale Adresse von mir ist die www.kreative-chaoten.com. Da gibt es übrigens auch einen Selbstcheck, gratis Selbstcheck, wo man rausfinden kann, bin ich eher der kreative Chaot, eher der Systematiker. Und in einem Check gibt es dann sofort Zeitmanagement-Tipps und im zweiten Selbstcheck, der heißt der Karriere-Check, gibt es dann Tipps für die Karriere, für jeden, für den Igor Hani, Ottmar Anneliese, also wie kannst du karrieretechnisch so unterwegs sein, dass es maximal Spaß macht und maximal Erfolg bringt. Die sind auch auf der kreativenchaoten.com und dann habe ich noch einen Blog, der ist unter www.glücksfactory.de, wo es auch regelmäßig frische Artikel und frische Impulse gibt. Ja, super, sehr fein. Also das stellen wir unten rein, wer sich dann für mehr interessiert und ich glaube, da ist noch ganz viel von der Cordula Nussbaum, dann da hineinschauen. Jetzt hätte ich noch eine Frage, weil es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, ach, Frau Bleckmann, dieses Netzwerken, dafür habe ich doch keine Zeit. Was würdest du denen mitgeben? Gibt es so auch noch die 5 besten Tipps, die du da mitgeben könntest?
Die fünf besten. Hui, ja. Schauen wir mal, wie wir jetzt fünf kommen. Dann nehmen wir auch nur die drei. Ja. Du wirst lachen. Ich bin genau über so eine Frage auf das Thema Zeitmanagement gekommen. Und zwar habe ich ja angefangen, Marketing-Seminare zu halten, Marketing für Freiberufler. Und da kam genau diese Aussage, ja, Frau Nussbaum oder ja, Cordula, ich weiß, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. Und das war für mich die Initialzündung, mich mit diesem Thema Zeitmanagement auseinanderzusetzen, weil ich gesagt habe, du kannst rödeln ohne Ende, aber wenn du auf dem falschen Planeten rumturnst, auf eine Art und Weise unterwegs bist, die einfach extrem viel Energie und Zeit frisst, ist logisch, dann hast du es nicht. Und für mich der erste Ansatz war, und das könnte vielleicht Tipp 1 sein, find mal raus, in welcher dieser Talentwelten du unterwegs bist. Löst dich davon, wie man Zeitmanagement betreiben muss, um Zeit für Selbstmarketing, für Netzwerken zu bekommen. Finde deinen Weg. Punkt 2 ist, ihr kennt sicherlich alle diese Geschichte von dem Holzfäller im Wald. Ich weiß nicht, ob du die auch schon mal deinen Hörer, Hörerin erzählt hast, sonst erzähle ich sie gerade nochmal. Ja. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, Holzfäller im Wald steht da und sägt total wild an einem Baum rum. Und müht sich ab und müht sich ab. Und dann kommt ein Spaziergänger des Weges, guckt dem Waldarbeiter ein bisschen zu und sagt, ja, lieber Waldarbeiter, Sie plagen sich ja ganz furchtbar mit dieser Säge, den Baum zu fällen. Mir fällt auf, Ihre Säge ist doch total stumpf. Was halten Sie davon, wenn Sie eine kurze Pause machen, Ihre Säge schärfen und dann mit der geschärften Säge wird der Baum total schnell umfallen können? Und dann sagt der Waldarbeiter, oh, ich habe ja keine Zeit zum Sägeschärfen, ich muss ja meinen Baum fällen. Und ich mag die Geschichte, weil in diese Falle tappen wir so, so häufig, dass wir so busy sind, so beschäftigt sind und vor lauter beschäftigt sein, schärfen wir unsere Säge nicht, schärfen wir unser Werkzeug nicht, schärfen wir nicht unsere Herangehensweise. Und das wäre dann konkreter Tipp Nummer 2. Ja, gerade wenn du keine Zeit hast für Netzwerken, klink dich und wenn es nur eine Stunde ist, aus und schärfe diese Säge, dieses Werkzeug Netzwerken, weil für mich aus der Erfahrung meiner letzten Jahre, du kannst übers Netzwerk so viel schneller Aufträge bekommen, so viel schneller gute Jobs bekommen, die dann auch eine andere Gehaltsklasse haben, eine andere Honorarklasse haben und deswegen wirklich diesen Mut zuzusprechen, gerade wenn es auswegslos erscheint, weil du denkst, du musst sägen, gerade dann mach eine Pause, schärf dein Werkzeug, geh ins Netzwerken rein. Dritter Tipp, beim Netzwerken auch, folg auch hier deinem Herzen. Ja, mach es auch auf deine Art und Weise. Ja, wenn du eher der systematische Mensch bist, mach dir eine Systematik, kann da wirklich deine Tipps 1:1 weitergeben. Ich bin da mal voller Respekt, ja, wenn Leute das so hinkriegen. Für mich wäre es, wie gesagt, nichts, aber das ist ja auch die Botschaft, muss ja nicht. Aber wir können da sehr, sehr, sehr viel lernen von dir, Magda, wie es eben gut funktionieren kann mit einer gewissen Systematik. Und wandel dann die Tipps ab, wo du sagst, so und so passt es besser dann zu mir. Also ich nehme diese grundsätzlichen Tipps von der Magda und wandle es jetzt für mich als Igor ab, ich wandle es für mich als Hani ab und sage, was davon kann ich dann auch so anwenden, dass es authentisch ist, dass ich Spaß dabei habe. Vierter Tipp, wie kannst du dir Zeit schaffen fürs Netzwerken? Gerade die Igors und Hannis unter uns, die neigen ja dann dazu, wenn es wirklich Spaß macht, zu viel zu tun. Ja? Es gibt so viele Events, die spannend sind, so viele Events, wo wir hinrennen könnten, so viele interessante Menschen, mit denen wir zu tun haben könnten. Das heißt, leg dir tatsächlich ein Zeitbudget in etwa fest. Nicht, dass du dieses Budget unbedingt einhalten musst, aber zum Beispiel zu sagen, okay, und wenn ich jetzt auf einem Event in der Woche war oder wenn ich auf 3 Events im Monat war, das ist völlig gut. Und ich nehme bei vielen Menschen wahr, die leiden an FOMO. FOMO ist Fear of Missing Out. Ja, die Angst, etwas zu verpassen. Und diese FOMO-Betroffenen, die rennen dann auf jede Netzwerkveranstaltung, die rennen überall hin, weil sie halt immer denken, ich verpasse was, ich verpasse was, ich verpasse was. Und da habe ich jetzt in meinem neuen Buch einen Tipp mit reingegeben, das neue Buch erscheint im September. Ein Kapitel wird sein, schalte von FOMO auf JOMO. JOMO heißt Joy of Missing Out. Das heißt, bewusst auch mal zu sagen,
heute Abend, ja, ich könnte auf ein Netzwerkevent gehen, aber ich kann auch völlig gechillt auf meiner Couch bleiben, völlig entspannt sein und dann sozusagen diese Fear of Missing Out bewusst wahrzunehmen und den Schalter umzulegen, den Schalter zu kippen, ich entscheide mich heute Abend bewusst für nichts tun, entscheide mich bewusst fürs Daheimbleiben. Und kann dann zum Beispiel auch wieder die Kraft tanken, wenn ich auf das nächste Netzwerkevent gehe, dann interessiert es mich auch wirklich. Ja? Weil dann bin ich nicht schon so, oh, ich gehe da nur hin, weil hast du nicht gesehen, sondern dann ist es die Kraft auch wieder da. Also vierter Punkt, schalte sozusagen dein FOMO aus, genieße bewusst. Und fünfter Punkt in Bezug auf Thema Zeitmanagement. Ja, es ist vielleicht eine Zusammenfassung von viel, was vorher auch schon drin war, aber mach es wirklich auf deine Art. Also löse dich, auch wenn Kollegen ganz viel überall hinrennen oder ganz wenig machen, hör da wirklich in dich rein. Was fühlt sich für dich stimmig an? Auch mit welchem Menschen fühlt sich stimmig an? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir beim Netzwerken wirklich unserem Herzen folgen, wirst du immer Erfolg haben. Und das kann auch sehr unstrategisch sein. Also bei mir war es zum Beispiel, wie habe ich meinen allerersten Buchauftrag bekommen? Ich habe jedes Jahr Nikolaus gespielt in der Eventagentur von meiner Schwester. Die haben immer Weihnachtsfeier gemacht und ich bin da immer hingegangen und als Nikolaus aufgetreten und die haben mal so Wichtelabende gemacht, Wichtelgeschenke vergeben und jeder hat ein Gedicht geschrieben über den anderen. Und dann bin ich immer gekommen und habe halt die Wichtelgedichte vorgelesen und die Geschenke überreicht. Sondern an einem Abend wusste ich, da hat meine Schwester mir erzählt, die hatten einen Untermieter in der Agentur, der war Spieleerfinder. Und ich fand das total spannend. Da haben wir gedacht, boah, Spieleerfinder, muss ich kennenlernen. Und dann bin ich zum Abendessen geblieben und habe mich im Laufe des Abends zu ihm hingesetzt und habe ihn halt alles aus der Nase gezogen. Boah, Spieleerfinder, was machst du da? Wie geht das? Und dann kam halt raus, dass er in der Verlagsbranche sehr gut etabliert ist, auch schon länger in Verlagen gearbeitet hat und halt jetzt nicht mehr Bücher macht, sondern Spiele. So, und irgendwann am Abend kam halt dann die Frage, ja, und was machst du so beruflich? Und dann habe ich halt erzählt von meinen Seminaren. Damals hatte ich schon die Marketing-Seminare. Und dass es halt echt Spaß macht, dieses Marketing-Wissen weiterzugeben. Und dass ich auch total Bock hätte, mal ein Buch zu schreiben zu dem Thema. Aber halt keinen blassen Schimmer habe, wie ich das anstellen könnte. Und dann sagt er doch zu mir, du Cordula, kommst nächste Woche zu mir ins Büro, dann setzen wir uns mal zusammen, dann helfe ich dir, ein Konzept zu erarbeiten und ich bin noch gut vernetzt in der Verlagsbranche. Ich mache dir den Türöffner zu zwei Verlagen. Und so habe ich meine Buchverträge bekommen, die ersten, und dann war der Kontakt da. Und das ist auch wieder das, wo ich meine, das hätte ich jetzt nicht strategisch angehen können, weil ich wusste ja nicht, dass der vernetzt ist. Und das fünfter Punkt, um es auf den Punkt zu bringen, folgt deinem Herzen und nutzt dann auch die Chancen, die kommen. Ja, geh mit offenen Augen da raus, mit offenem Herzen da raus und die Chancen liegen wirklich auf der Straße. Wir müssen uns oft nur bücken und aufheben. Und ich glaube, wenn wir mit einem ehrlichen Interesse an andere Menschen auch rausgehen, das ist Netzwerken dann vom Feinsten. Und wenn du ehrliches Interesse hast und deinem Herzen folgst, dann wird der Erfolg für dich persönlich auch kommen. Mhm. Ja, ganz toll. Also lieben Dank. Ich fasse nochmal zusammen. Finde heraus, welches Talent, welche der Talente in dir stecken und finde deinen Weg dazu. Der zweite Punkt, tapp nicht in die Holzfällerfalle. Ja, dass du sagst, weil ich keine Zeit habe, kann ich meine Werkzeuge nicht schärfen, ja, sondern schau, was du wirklich dann auch tun kannst. Drittens, folge deinem Herzen. Mach es auch passend für dich, dass du dich dabei wohlfühlst. Viertens, lege dir doch einen ungefähren Zeitplan zurecht, dass du nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machst. Das finde ich ja auch spannend. Weg von FOMO, das Fear of Missing Out, hin zu auch genießen können. Mhm. Und der fünfte Punkt, mach's auf deine Art und zeige auch ehrliches, also mit den Menschen, wo du auch ehrliches, echtes Interesse hast. Da funktioniert dann auch Netzwerken wirklich gut. Ja. Ja, ich glaube, das kann ich nur unterschreiben. Also es passt, Zeitmanagement und Netzwerken passt ja doch wirklich ganz super zusammen. Ja, super. Ja, ja. Es ist ja wirklich spannend, ja. Na, ganz lieben Dank. Gibt es noch irgendwas? Wie wird denn dein Buch heißen? Darf man das schon wissen, das neue Buch? Oder ist das noch der Titel noch so geheim? Weil sonst würde ich dieses FOMO hin zum Chomo, das finde ich ja spannend. Und ja, wann strahlst du den Podcast aus? So in 2-3 Wochen wahrscheinlich.
Okay, ja, dann ist es schon eingetragen, weil jetzt ist es noch, also der Titel ist gesichert, aber er ist noch nicht eingetragen, aber in 2, 3 Wochen wird es soweit sein. Der Titel heißt LMAA. Ah, sehr cool, voll super. Ja, wunderbar. Und Untertitel ist 66 Mini-Plädoyers für mehr Mut, Gelassenheit und Leichtigkeit im Leben. Und ich habe wirklich 66 relativ kurze, knackige Artikel geschrieben. Nenn's jetzt mal Artikel, weil es wirklich kurz, knackig in 2, 3, manchmal 4 Seiten auf den Punkt ist. Und eben das von FOMO zu CHOMO ist einer. Und die Kernidee ist, löse dich eben von all dem, was dich stresst, wo du dich dran abarbeitest. Leg den Schalter um bei verschiedenen Dingen und sag halt einfach auch mal LMAA. Mache ich jetzt nicht, ist jetzt einfach so. Genau. Bei mir heißt LMAA ja immer, lächle mehr als andere. Sehr schön. Das ist meine Interpretation von LMAA. Ja. Das habe ich im Vorwort auch geschrieben, weil das kann ja mehr heißen. Also meine Generation zum Beispiel, die hat mit LMAA eine ganz klare Vorstellung, was es heißt. Meine Kinder kennen das gar nicht. Die sind Teenager, die so, was soll das bedeuten? Und ich habe im Vorwort, und ich werde das vielleicht auch machen im Blog irgendwie, dass ich mal sage, soll jeder mal reinschreiben, was für ihn LMAA bedeutet. Und jetzt haben wir schon den ersten Punkt. Super, genau. Sehr schön. Genau, lächle mehr als andere. Ja, super. Ja, liebe Cordula, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, da waren ganz viele tolle Informationen und jetzt auch die 5 besten Tipps dabei. Da können sich die Podcast-Hörer und auch die YouTube sehr sicher einiges mitnehmen. Wir werden, wie gesagt, drunter nochmal auch deine Homepage nochmal dazu schreiben, wo man sich diesen Check abholen kann, diesen Talente-Check mit Tipps dann auch dazu. Ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, auch dann mit dir auch in Kontakt zu kommen. Gibt es sonst noch was, was du abschließend sagen willst, was dir noch wichtig ist? Ich glaube, das war jetzt so viel. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht mit dir. Und Netzwerken ist einfach wichtig. Das heißt, an alle, die jetzt zugehört haben, nehmt es euch zu Herzen, es auf eure Art und Weise zu machen. Ich habe meinem Netzwerk wahnsinnig viel zu verdanken. Ich weiß das auch und ich sage auch immer Danke. Und insofern sage ich Danke, Magda, für das nette Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, deine Hörerinnen und Hörer war gut was dabei, jetzt auch im Punkt Zeitmanagement. Bin mir ganz sicher. Und sonst müssen Sie eins von deinen Büchern kaufen. Ja, genau. Das passt dann auch. Ja, herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.